Ich habe 100 Millionen Euro auf meinem Bankkonto und wenn ich diese 100 Millionen auf meinen heutigen Interviewgast Dr. Stefan Königer übertragen würde, müsste er dafür 30-50% Erbschaft oder Schenkungssteuer bezahlen. Aber zum Glück hat er eine Gestaltung dabei, ist auch Steuerberater und er wird uns heute erklären, wie das komplett ohne Erbschaft und Schenkungssteuer geht, dass die 100 Millionen zu ihm rübergehen. Herzlich willkommen, mein Name ist Christoph Jun, ich bin Steuerberater in Köln und unsere Kanzlei hat sich auf das Unternehmenssteuerrecht spezialisiert, insbesondere auf die Besteuerung von Kapitalgesellschaften. Und natürlich beraten wir auch die Anteilseigner dahinter und die haben manchmal sehr viel Geld, manchmal 100 Millionen Euro. Und dann hat man ein Erbschaft- oder Schenkungssteuerproblem, weil das Geld muss irgendwann auf die nächste Generation über. Und ich bin sehr, sehr froh, dass ich heute meinen heutigen Interviewgast hier habe und in Köln begrüßen darf, Dr. Stefan Königer. Er hat sich auf die Unternehmensnachfolge spezialisiert und hat einen beeindruckenden Lebenslauf. Also, er ist Diplom-Kaufmann, der Dr. Königer, hat im Bereich der Unternehmensnachfolge promoviert, war bei einer Big-Four-Gesellschaft bei Ernst & Young Partner, hat also aktiv die Gestaltung mit forciert für die Schönen und Reichen in Deutschland, auch für sehr hohe Vermögenssummen und ist mittlerweile selbstständig, berät deutschlandweit und ist dem Bereich Unternehmensnachfolge treu geblieben. Erzählen Sie kurz, was ist Ihre Praxis, was machen Sie? Mein Name ist Stefan Königer, ich bin Inhaber der Kanzlei Rischuha König und Partner in Stuttgart. Schwerpunktmäßig konzentrieren wir uns auf das Thema Vererben, Verschenken, Stiften. Und ich freue mich heute sehr, dass ich bei Ihnen sein darf, Herr Professor Jun. Ja, in der Tat, Vererben und Verschenken ist ein sehr wichtiges Thema, auch im Gesellschafterkreis bei Ihnen. Und da habe ich heute ein paar spannende Themen, die ich mit Ihnen gern teilen würde. Super. Sie haben im Vorfeld eine E-Mail geschrieben und ein Modell vorgestellt. Und da habe ich gedacht, das so einfach kann es doch nicht sein. Ich bin schwer beeindruckt, muss man ehrlich sagen. Und ich habe vorbereitet. Also unterstellen wir, mein Name ist Christoph Jun, ich habe 100 Millionen. Herr Dr. Stefan Königer hat das noch nicht und ich will das Geld jetzt irgendwie auf Sie übertragen. Jetzt könnte ich das im Wege einer direkten Überweisung machen. Das wäre dann in der Regel eine Schenkung, aber ob ich es verschenke oder vererbe, das wird beides gleich besteuert. Und dann müsste ich bei fremden Dritten, wenn Sie eine dritte Person wären, nicht verheiratet, nicht verwandt, dann hätten Sie 20.000 Freibetrag, also gar nicht viel. Und darüber hinaus müssten Sie dann 50% Steuern zahlen. Wenn wir verwandt wären, Ehegatten oder Kinder, Vater, Mutter, dann hätten wir 500.000, bei Ehegatten 400.000, also sagen wir mal 400.000 Vater-Sohn-Verhältnis und hätten einen Steuersatz von nur 30%. Aber das tut schon weh. Der Freibetrag bringt mir nichts, 100 Millionen. 30% sind 30 Millionen Euro, die ich dann ans Finanzamt überweisen würde. Dann würden nur 70 Millionen ankommen. Ja, das ist schon bitter. Vor allem hier geht es ja um besteuertes Geld. Mhm. Das darf man nicht vergessen. Man hat ja dann immer Spitzensteuersatz gezahlt die letzten Jahre, muss dann nochmal, wenn man schenkt, wirklich massiv Steuern bezahlen und ja, da kann man schon verstehen, dass man das begünstigt übertragen möchte. Ja, und wenn ich das jetzt auf jemanden übertrage, wird die Person das ja auch nach 20, 30 Jahren wieder weiter übertragen, weil von 100 Millionen bleiben ja vielleicht auch 95 Millionen übrig. So viel brauchen wir ja gar nicht zum Leben. Wahrscheinlich kann man allein von den Zinsen das Vermögen weiter aufbauen. Genau. Und dann würde immer 30-50% alle 30, 40 Jahre vernichtet werden. Genau. Ernsthaftes Thema für vermögende Privatpersonen. Das ist wirklich ein Thema, weil wie gesagt, in der heutigen Zeit, wo wir eine Niedrigzinsphase haben, muss man schauen, wie man das Vermögen sinnvoll anlegt. Und Sie können sich ja vorstellen, wenn ich gleich mal 30% Abzug habe, bis ich das wieder reingewirtschaftet habe, das ist eine extrem lange Zeit in der heutigen Niedrigzinsphase. Ja, definitiv. Aber wie funktioniert das denn jetzt? Spielen wir es durch. Auf meinem Konto sind 100 Millionen Euro. Das soll nächste Woche rüber zu Ihnen. Wie geht das? Prima. Da denke ich, habe ich eine spannende Gestaltung, wenn Sie dafür offen sind. Ich würde es einfach mal kurz aufmalen. Gerne. So. Wir haben die 100 Millionen und Sie sagen, die 100 Millionen muss jetzt nicht zwangsweise auf mich im Wege der Schenkung übertragen werden, sondern da können wir uns auch was anderes vorstellen. Ja. Sie investieren Ihre 100 Millionen in München in ein tolles Neubauprojekt. Ja, kaufe ich mir ein Grundstück für. Sie kaufen sich ein Grundstück dafür und dann gehen Sie zu einem Generalunternehmer und sagen, ich möchte, dass es bebaut wird mit beispielsweise 100 Wohnungen. Mhm. Jede Wohnung kostet 1 Million Euro. Tolle Lage in München. Ja. Macht richtig Spaß, dort zu wohnen. Mhm. So. Dann sind Sie ja grundsätzlich wieder in dem gleichen Sachverhalt wie zuvor. Sie haben Vermögen aufgebaut von 100 Millionen. Mhm. Und wenn Sie das jetzt auf mich übertragen würden, dann würde es natürlich wieder zur Schenkungssteuer führen, 50%. Weil wir sind ja Steuerklasse 3. Ob ich Ihnen Geld schenke, ob ich Ihnen Aktien schenke, ein Grundstück mit Gebäude, wert 100 Millionen, immer Steuerklasse 3, 50%. Genau, da haben wir jetzt eigentlich nichts gewonnen. Aber wir haben jetzt folgende Möglichkeit. Sie können jetzt sagen, ich möchte nicht, dass der Herr Königer so viel Steuern bezahlt. Ja. Sie sind sozusagen hier der barmherzige Samariter, ja, der die Schenkungssteuer nicht dem Staat geben möchte, beziehungsweise den Ländern, und sagt, ich bringe jetzt dieses
in der Entstehung befindliche Grundstück in eine GmbH und Co. KG ein, mhm. an der Sie 100% Kommanditist sind und sämtliche Anteile an der Komplementärgesellschaft halten. Mhm. Ich male das mal kurz auf. Das sind Sie. Und das ist dann praktisch die GmbH und Co. KG. Das heißt, dieses Grundstück wird eingelegt in die GmbH und Co. KG. Ja. Und dann sagen Sie, jetzt gehen wir doch zum Notar mhm. und jetzt schenke ich Ihnen sämtliche Anteile von der GmbH und Co. KG. Ich kann auch die GmbH und Co. KG gründen, 100, die 100 Millionen Cash einlegen ins Eigenkapital und dann die Immobilie oder ein Grundstück kaufen. Geht das auch? Ist genau das Gleiche. Mhm. Nur Sie müssen halt dann schauen, dass im jetzigen Zustand, beispielsweise die Immobilie wird gerade gebaut, ist 100 Millionen wert, ja. vielleicht ein halbes Jahr vor der Übergabe, wird dann die GmbH und Co. KG Beteiligung an mich übertragen. Im Wege einer Schenkung. Im Wege einer Schenkung. Das heißt, Sie schreiben einen Schenkungsvertrag ein. Hiermit übertrage ich CJ an SK meine 100% Kommanditbeteiligung und 100% der Komplementär GmbH. Jetzt sehe ich aber schon die Zuschauer, die sagen, ob ich 100 Millionen Cash, 100 Millionen Grundstück, 100 Millionen Aktien oder eine GmbH und Co. KG mit einem Wert von 100 Millionen übertrage. Das muss doch alles das Gleiche sein. Das ist ja auch das Gleiche im Endeffekt. Und wir haben aber hier ein Thema, das ist ganz wichtig. Wenn ich ein Grundstück habe, das nicht zur Nutzung überlassen ist und das ein Betriebsvermögen ist, kriege ich eine erbschaftsteuerliche Begünstigung. Okay, jetzt müssen wir kurz ausholen. Jetzt haben wir auch Zuschauer dabei, die nicht im Erbschaftssteuerrecht drin sind. Und im Erbschaftssteuerrecht gibt es eine Regelung, die sagt, operatives Unternehmensvermögen, das operativ ist, also GmbH und Co. KGs, GmbHs, UGs, GbRs und was auch immer, die könnte man komplett erbschaftsteuerfrei auf sie übertragen. Aber das wäre ja zu schön, dann würde ja jeder einfach eine GmbH und Co. KG gründen, sein Geld einlegen und das dann übertragen. Und da erinnere ich mich vage an das sogenannte Verwaltungsvermögen im Erbschaftsteuergesetz. Genau. Und da sind wir in Paragraphen 13b Absatz 2. Wir blenden ihn an dieser Stelle einfach einmal ein und lesen ihn all gemeinsam durch. Und da steht im 13b Absatz 1, zum begünstigungsfähigen Vermögen gehören Nummer 2, und da steht dann drin, innerliches Betriebsvermögen, das ist Ihre Personengesellschaft. Genau, das ist meine GmbH und Co. KG, das heißt, da sind wir drin. Und jetzt müssen wir uns einen zweiten Schritt überlegen, was steckt da drin? Ist es begünstigtes Vermögen oder ist es nicht begünstigtes Vermögen? Und wenn Sie sagen, ich habe da nur Geld drin, dann sind es Finanzmittel und dann ist es vollumfänglich nicht begünstigtes Vermögen. Wir haben aber hier Grundvermögen und Grundvermögen ist grundsätzlich schädlich, wenn es Dritten zur Nutzung überlassen wird. Ja, wir lesen mal nach. Genau, Absatz 4. Zum Verwaltungsvermögen und damit schädlich, das heißt, ist es doch nicht begünstigt, komplett nicht begünstigt, zum Verwaltungsvermögen gehören Nummer 1, Dritten zur Nutzung überlassene Grundstücke, Grundstücksteile, grundstücksgleiche Rechte und Bauten. Richtig. Und das ist doch ein Grundstück. Ja, aber es ist nicht zur Nutzung überlassen. Es wird doch gerade gebaut. Ja, sehr spitzfindig. Genau. Das heißt, in dem Moment, wenn Sie natürlich die Mietverträge abgeschlossen haben, und das ist sozusagen schon faktisch übergeben, dann funktioniert es nicht mehr. Ich darf keine Mietverträge haben. Sie dürfen keine Mietverträge haben, Sie dürfen das nicht geplant haben. Aber wenn sozusagen das Grundstück so dasteht, unvermietet, wie es jetzt ist, und es ist in der GmbH und Co. KG und Sie übertragen das auf mich, dann sagt der Wortlaut ganz klar, da ist kein Verwaltungsvermögen, das ist begünstigtes Vermögen. Aber dann gibt es ja anscheinend, es gibt ja operatives Vermögen, es gibt Verwaltungsvermögen und jetzt gibt es noch etwas dazwischen, was ja nicht operatives Vermögen ist, aber nicht Verwaltungsvermögen ist, wie eben nicht Dritten zur Nutzung überlassene Grundstücke, leerstehende Immobilien. Genau. Und der Gesetzgeber packt das quasi nicht in den schädlichen Topf. Richtig. Also und damit ist es eigentlich im aktiven, also im positiven Topf. Genau, weil das Verwaltungsvermögen, das der Gesetzgeber definiert, das ist abschließend und das ist auch unstrittig. Das heißt, alles, was nicht Verwaltungsvermögen ist, ist dann zwangsweise begünstigtes Vermögen. Ja. Und hiervon kann man profitieren, indem man einfach diese Immobilie nicht zur Nutzung überlässt. Gleiches gilt beispielsweise, ich habe ein unbebautes Grundstück, würde das auch hier reinpacken und schenken. Oder ich habe beispielsweise eine Immobilie, die gerade umgebaut wird. Auch da wird sie nicht zur Nutzung überlassen. Ja. Gleiches Prinzip, steuerfrei. Und wie wäre das bei Leerstand, wenn ich ein Mehrfamilienhaus habe, was leer steht? Genau, funktioniert genauso. Wahnsinn. Okay, darf ich einmal, das heißt, in meiner Erbschaftssteuererklärung würden Sie dann eine Erbschafts- oder eine Schenkungssteuererklärung machen, da würden Sie sagen, Wert von dem, was übergeht, 100 Millionen, aber nach § 13a und 13b Erbschaftssteuergesetz 100 steuerfrei und damit erbschaftssteuerpflichtig 0 Euro mal 50%, also natürlich 0. Genau. Und damit wird die komplette GmbH und Co. KG auf Sie übergehen mit der Immobilie ohne Erbschaft oder ohne Schenkungssteuer. Genau, richtig. Aber es gibt noch die Behaltensregelungen. Ja. Und das ist noch ganz wichtig, neben den Behaltensregelungen über 7 Jahre gibt es ja auch sozusagen die Verschonungsbedarfsprüfung. Ja. Ich bin ja armer Steuerberater aus Stuttgart.
Ja. Habe kein weiteres Vermögen, kann dementsprechend auch keine Steuer bezahlen und dementsprechend vereinnahme ich sozusagen alle steuerfrei. Das mal kurz zur Ausführung. Ich muss also danach, also Sie müssen danach 7 Jahre lang die GmbH und Co. KG behalten und dürfen die nicht weiterverkaufen. Richtig. Oder ich darf das Grundstück nicht weiterverkaufen. Mhm. Ich muss sozusagen von den guten Mieteinnahmen leben, die Sie mir geschenkt haben. Ja. Ja. Und entsprechend auf der Grundlage kann man dann, wie gesagt, steuerfrei das vereinnahmen. Okay, dann geht das rüber. Sie müssen 7 Jahre behalten, können das Grundstück danach verkaufen. Und dann kommen so die 100 Millionen Cash dann doch wieder zu Ihnen. Genau so ist es. Wahnsinnig spannend. Und dann hat der Gesetzgeber gesagt, bis 26 Millionen funktioniert das Modell. Und ab 26 Millionen, sagt der Gesetzgeber, jetzt ist so viel Vermögen, da wollen wir dann doch die 30% haben. Genau. Also zumindest nicht 50, aber immer noch 30, weil es Unternehmensvermögen ist. Genau. Aber nur, wenn der Dr. Königer das Geld dafür hat. Haben Sie das Geld dafür? Nee, leider nicht, aber vielleicht habe ich es noch irgendwann und dann müsste ich bezahlen. Aber angenommen, ich bin jetzt ein armer Student oder ich habe kein wirkliches Privatvermögen, dann muss ich hierfür auch nichts einsetzen von meinem verfügbaren Vermögen. Weil für diese Steuer von 30%, sprich 30 Millionen fiktiv, müsste ich die Hälfte von meinem verfügbaren Vermögen einsetzen. Beispielsweise, ich habe ein Bankdepot von 100.000, dann müsste ich tatsächlich davon die Hälfte einsetzen, sprich 50.000, um die Steuer zu bezahlen. Aber faktisch müsste ich dann halt doch nur 50.000 Steuer bezahlen auf 100 Millionen, die ich bekommen habe. Also super. Immer noch ein guter Deal, finde ich. Sehr guter Deal. Wahnsinnig spannendes Modell. Ich habe schon mal ein Video dazu gemacht, wie Friedrich Springer, Matthias Döpfer, dem Vorstandsvorsitzenden von der Springer Gesellschaft, 750 Millionen geschenkt hat, auch über dieses begünstigte Vermögen. Das Video, das verlinke ich Ihnen einmal hier oben. Herr Dr. Stefan Königer, vielen lieben Dank für dieses spannende Modell. Sehr gerne. Super spannend. Wir werden noch mehrere Videos gemeinsam zusammen machen. Abonnieren Sie einmal diesen Kanal und aktivieren Sie die Glocke. Dann bekommen Sie in den nächsten Wochen und Monaten automatisch eine Info.